Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, die Schwarmmutter auch genannt. Und ja, wir spielen eine weitere Runde Space Hulk Tactics mit den Tyranniden, mit den Symbionten oder im Englischen Genstealer. Klammern. Genräuber. Oder Genstealer, ja. Entschuldigung, so viel Zeit muss sein. Mathilde giftet mich an. Ja, kennt sich nicht von Tyranniden aus, aber hier rumgiften. Hinfort. Frau, hinfort! So. Ah ja, wir haben ja... Au! Ich werde beworfen. Das ist unfair. Die Leute hören das nicht und sehen das nicht. Ich werde hier mit Post-its beworfen. Mit gebrauchten und mit einer... Mit einer verfickten Stoffspinne, die mir in den Kaffee gefallen ist. Ich nehme hier gerade auf. Mach hier keinen Kasper-Kram. Mann, oh Mann. Entschuldigung. So. Oh, jetzt habe ich Haare im Kaffee. Oh, nee. Nee, es sind nur hier zwei am Rande. Ganz eklig. Na gut. Ah, jetzt habe ich auch gekleckert. Habe ich auch. Entschuldigung. Es tut mir alles leid. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich brauche einen Aufnahmeraum. So, wir wollten hier DNA-Punkte verteilen. Und ich würde gerne den Reaper-Fax ein bisschen besser ausrüsten. Ich mag den Reaper-Fax, weil er durch diese ganzen Sachen da Türen gehen kann. So, Ziele auf einen Plip. Jetzt enthält es zwei Genstile. Oh, das ist ganz toll. Das will ich haben. Was haben wir hier? Umwandlungseffekt. Erhalte einen zusätzlichen zwei Plips zum Platzieren. Auch geil. Ziele auf den Genstealer. Nein, das ist eher ungeil. Und das wollte ich nicht. Ich wollte nur lesen, was es ist. Es ist Nahkampf. Nein. Kann ich das nicht auswählen? Verdammt. Was ist das? Ziele auf einen Plip. Jetzt sind halt da zwei. Das ist gar nicht so doof, weil dann haben wir dann halt... Nein. Ah, verdammt. Da drauf und da drauf. Ich will das verbessern. Gib, gib, gib. Oder ist das schon dabei? Die Karte. Hm. Da verbiegen wir den mit. Da muss ich erst die kaufen. Oh, mal alles gekauft. So, und was nehmen wir hier? Sekund. Also die Premiere, die Hauptquest ist quasi dieselbe. Es müssen drei Genstealer überleben. Töten den Sturmtruppe. Oder 10 Genstealer. Bevor ich hier beworfen werde, müssen überleben. Wir machen mal 10, müssen überleben. Das schaffen wir niemals. Und es gibt nur 100 DNA. Ne, gar nicht. Ich habe 100 DNA. So. Evolution. This alone is the key to the survival of the Tyranids. They adapt, they evolve, and they find new ways to kill. Their vanguard organism include gene stealers, adaptable creatures designed to push ahead of the main hive fleets. When gene stealers face a predictable adversary like the Ultramarines or the Dark Angels, they will learn quickly in order to find an advantage. But then came the Space Wolves, the warriors of Fenris, standing aside from the more staid, more rigid chapters of their cousins. Unpredictable, undaunted, daring to the point of recklessness, the Space Wolves follow no rules but those of their great rout. When they boarded the Forsaken Doom, the Gene Stealers would find the Sons of Rus, an enemy almost as adaptable, relentless, and cunning as themselves. But still, it would not be enough. Also, dass sie keine Regeln befolgen, ist falsch, die Aussage. Ich hole mal kurz aus. Ich habe eine Kurzgeschichte gelesen.
ist, also ganz kurz gesagt, es gibt verschiedene imperiale Reiche, die werden manchmal getrennt durch einen Warpsturm, also da kommen keine Schiffe mehr durch quasi. Und nach 1000 Jahren oder so kamen die Space Wolves mal zu diesen einmenschlichen Planeten. Die haben wir festgestellt, oh, die kämpfen gerade gegen eine andere Alienrasse. Die werden dann quasi angegriffen. Die Space Wolves haben den Menschen geholfen, die dort leben. Und dann haben sich die Menschen bedankt. Und dann haben die Space Wolves festgestellt, aber ihr bietet ja den Imperator an. Welchen Imperator? Ja, den von Terra. Unseren Gottkaiser quasi. Nö, wir bieten den gar nicht an. Wir sind da ganz okay. Wir bieten gar nichts mehr an. Ach so, ihr bietet gar nichts mehr an. Puff, tot. Dann haben sie mich dann die ausgerottet. Weil man muss dem Imperator schon treu sein, ne? Sonst Häresie. Weiter geht's, komm. Genug gequatscht, wir wollen Action. Und da ist auch noch ein bisschen Kaffee. So, haben wir alles dabei. Wir haben alles dabei. Los. Sollen wir mal gucken, dass kein Harem-Kaffee ist? Gut, dann können wir jetzt mal einen Schluck nehmen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Informationen habt, ab in die Kommentare, will ich immer gerne wissen und gerne lesen. Gibt da bestimmt einige Leute, die noch mitten drin im Hobby sind und mir auch noch mal ein, zwei Sachen schreiben können. Traut euch, schreibt euch. By the Fang, this place is a graveyard. So many dead. Who are they? Ist doch egal, wer sie waren, sie sind tot. Space Wolves, so wie du auch gleich. I spy the war gear of Gilliman's Ultramarines and the Dark Angels of Caliban. Their deaths came hard and swift. I relish the chance to face what killed them. Wolves do not die so easily. You may have your chance, brother. Auspex's readings show multiple life forms all around us. And for us and the old father, let us meet them in tooth and claw. Do not forget why we are here. We have a trail to follow. The signal that we seek is nearby. We will crush these gene stealers and then return to the great hunt. Ah, die Folgen, die haben auch dieses Signal bekommen, was die Dark Angels, die anderen halt, die wir gekillt haben, die haben auch das Signal bekommen, interessant. Great and glory for the wolf. Kill them all. Nö. Da wir hier Tyranniden sind, keinen Zorn und keine Ehre für die Wölfe. The Space Wolves boarded the Space Hulk more than a century after the ill-fated sortie of the Dark Angels. During one of their great hunts, an unending search for their lost Primarch Leman Russ, a party of wolves were lured in by an ancient Imperial Vox signal emanating from the derelict. They decided to investigate, taking the gene stealers by surprise. The few sentinel broods that met their arrival struggled to survive long enough to awaken the rest of their kin before the gray-clad space marines destroyed their nests. Tja. Nicht mit uns. 3 Einheiten müssen überleben. 10 Züge. 10 Einheiten müssen überleben. 10 Züge. Also haben wir jetzt eine Runde mit 10 Zügen oder was? Ich finde auch dieses Wolfsymbol ist ganz nett. Aber wie hat diese ganze Fellrahmen gefällt mir nicht. Auch jeder Fellfitzel hier hinten. So. Machen wir mal umschauen. Da ist eine Leiche. Ist schon mal schön. Kriegen wir auch Truppen? Wie viele Plips haben wir gerade offen? 4? Ach so. Wir kriegen keine Einheiten dazu. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Aber meistens, wenn sie gerade in einer Reihe stehen oder so, ne? Also gehen wir davon aus, ich habe jetzt hier 2 Leute und wir haben genug Bewegungsreichweite. Das ist alles nicht das Problem. Ich töte den Sergeant. Vielleicht töte ich noch einen, wenn ich überhaupt irgendwie da hinkomme. Eigentlich nicht, weil ich ja quasi im Weg stehe. So, wenn die dran sind, die werden natürlich feuern und ja. Schwuppdiwupp ist er tot, ne? Zug des Gegners. Jetzt kommt er auch gleich und macht den ersten Tod, oder was?
Ah, die Eldertüren halten was aus. Der Universalschlüssel funktioniert da nicht so. Also ich überlege da gerade wirklich, dass ich mich zurückziehe. Aus der aus der Kammer, wo sie gerade stehen. Umwandlungsphase. Wandle Karten, um neue Plips zu platzieren. Ja, aber wo soll ich den platzieren? Habe ich irgendein Nest übersehen, oder? Wie macht man eine unwichtige Karte? Die hier ist doof. Mag ich nicht. Brutlord. Ah, der hieß Brutlord. Oh, den kriegen wir noch. Den gibt es. Nice. Nice, nice, nice. Okay, Karten neu. Die könnte man vielleicht auch nochmal gebrauchen. Der Tod folgt. Das ist doof. Die wandeln wir mal um. Ja. Umgewandelt. Wir kriegen keine Punkte. Danke für die Information. Mit der Umwandlung oder dem Plips. Danke, danke. Hätte ich mir auch sparen können. Ich überlege gerade nur, wo ich einen tollen Hinterhalt legen kann. Also er wird jetzt vier Aktionen. Eins mal, einmal gehen, schießen, zur Not öffnen. Nochmal, dann kann er reingucken. Schießen ist doof. Achso, ich muss enden. Wie gesagt. Können wir die Tür öffnen? Ne, die möchte ich öffnen. Machen wir nur so wenig Bewegung? Achso. Halten die Plips nur 3? Die hat noch mehr. Definitiv. Kommt da jetzt 2 raus. Aber ich glaube nicht, dass beide überleben. Oder einer von den beiden überlebt. Weiß nicht, mal gucken. Der Sergeant muss vor. Das mit dem Sergeant wird interessant. So. Ah, die Portale. Kann ich dich nochmal auswählen? Der X war das. So. Das geht dorthin. Ich weiß auch gar nicht, wo die hinwollen, die Space Marines. Okay, das ist schon mal interessant. Ich weiß wirklich nicht, wo die hinwollen. Oh, hier haben wir einen Dreierplip. Oh! So ein schöner Plip. Und ich kann ihn nicht nutzen. Da können wir die Tür öffnen. Sesam, öffne dich. Natürlich jetzt doof. Kannst du diagonal. Ach, können wir nicht. Dann mach einfach die Tür auf. Dann haben wir die Türen offen. Schlaf gut. Nächster. Hier ist die Tür offen. Schlaf gut. So, die Tür lassen wir zu. Vielleicht teilen sie sich ja auf. Ich weiß es nicht. Wir werden jetzt... Naja, du kannst schlafen. Ruh dich da aus, sei inaktiv. Ich werde die Tür öffnen. Dann gehen wir noch einen Schritt. Ich rechne jetzt einfach damit, dass die nach oben links gehen. Rechne ich einfach damit. Darum ziehe ich die hier schon mal zu diesem Portal. Und dann schauen wir mal, wie sich die Space Wolves weiter verhalten werden. Also ich tendiere jetzt, ich glaube auch dran, dass er hier quasi 2 AP geht. Dann schießen. Hoffentlich geht die Tür nicht auf. Dann braucht er vielleicht noch einen Aktionspunkt, um die Tüte kaputt zu machen.
dann könnte er vielleicht schon gar nicht mehr gehen und den nicht töten. Wir testen es auf jeden Fall. Wir werden es gleich sehen. Ah. Na, Tür ist kaputt. Jetzt hat er einen P-Punkt mehr. Dieser kleine... Another death in the Wolf King's Nein! Dafür wirst du sterben. Ach, da hat er auch gleich... Die teilen sich auf. Oh, das ist hier ein Terminator mit diesen Krallen. Energieklauen oder sowas hießen die. Ach, da sind da gleich zwei von den Typen. Und zwei Ärzte. Okay. Und meine Symbionten oder Gene-Stile können immer noch drei Felder nur geben. Was ist das für ein Scheiß? Das ist doch der letzte... Der letzte Müll ist das. Drei Einheiten müssen überleben. Acht Züge. Den muss ich ja echt auf Rückzug spielen? Ist ja voll doof. Wie lange ich auf Töten spielen? Ich kann ihn ja nicht schräg angreifen. Ich muss zwei Felder gehen. Auch wenn ich mich von diesem Feld verpisse, muss ich ja auch... kann er auch auf mich schießen. Das finde ich voll uncool. Ja, Karte umwandeln geht wahrscheinlich nicht, weil wieder, wir haben ja nichts zum Verrüten. So, ein Feld, zwei. So. Ach, kann die Tür zumachen. Wahrscheinlich die hinter mir, oder? Ja. Nee. Oh, komm, versuch es noch einmal. Oh, super. Super süßer. Jetzt tu was für den Schwarm. Ja. Nice. My wolf brother has fallen. Hear us in the afterlife, Kingsman. We howl for revenge. Ja, holt mal rum da. Ah, er kommt da nicht an. Er kommt da nicht an. Hier, du öffnest mal die Tür. Der andere ist jetzt tot. Wir haben uns Zeit erkauft, auf jeden Fall. Ein Marine ist hin. So. Dann zeig dich. Langsam mal ein bisschen haushalten hier. Drei müssen überleben, ne? Eigentlich könnte ich diesen Plip auch in Deckung bringen. Haben wir noch einen Dreier-Plip? Haben wir nicht. Ich überlebe wirklich gerade diesen Dreier-Plip hinten zu behalten. Das wäre halt mindestens die anderen opfern quasi. Und die anderen halt... Ja, nee, wenn dann halt sterben. Wir gehen da mal in die Seite. Mal gucken, wie sie, inwieweit sie sich da aufsplitten. Dich ziehe ich da auch nochmal zurück. Oh gut, die Tür kannst du mal öffnen. Ne, und dann kannst du dich auch mal inaktiv halten. Und die gehen nochmal ein Stück ran. Aber nicht weiter, falls die da durchkommen. Ich weiß nicht, wie weit die schießen können. Die können immer verdammt weit schießen. Und die KI kann natürlich immer besser schießen als meine Marines, die, ich spiele. So, dann sind wir quasi durch. Ah, nee, dich habe ich vergessen. Oh, hier ist ein... Nee, ist auch nur einer. Können wir vielleicht einen Dreierplip in irgendwas Geiles umwandeln? Im nächsten Zug... Spiel die mal? Warte mal.
Bingo. Die hätte ich gern. Soll er ruhig nochmal eine Aktion verschwenden oder so? Vielleicht lebt er dann länger, ich weiß es nicht. Versuchen können wir es, aber eine Karte kriegen wir eh gleich neu. Ich hätte ihm am liebsten irgendwas für einen Nahkampf gegeben. Oder um auszuweichen. Triff nicht, triff nicht. Vielleicht holen wir uns ja gleich noch einen Onkel Doc. Vielleicht haben wir auch gleich eine Karte gekriegt, die irgendwie noch unseren Nahkampfangriff verbessert oder so. Das wäre ja echt schön. Das wäre echt schön. So. Ja, neue Plips hier. Kriegst einen Mittelfinger. Diese Meldung. Und sie können jetzt 6 gehen. Das ist auch schon mal schön. Warum ging das denn vorher nicht? So. Tolle Karte. Ich brauche eine tolle Karte. Zielangriff. Bulwark. Ziele auf einem Terminator. Minus 1 im nächsten Angriff. Ja, das spielen wir doch mal. Hier, komm her, komm her, komm her. Will ich haben. Gib, 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 gib. Warum kriege ich das nicht? Ich will nichts umwandeln. Muss ich was umwandeln? So. Achso, ich bin noch in der Scheißphase. Entschuldigung. So, ich bin schon ganz schön. Ich bin schon einen Zug weiter. Hier, komm. Spielen, spielen, spielen. Karte ausspielen auf den. Na, und dann kann er hier. Vielleicht steigt da jetzt die Wahrscheinlichkeit. Karte haben wir ausgespielt. Oh, bei 66%. Alter, du bist mein Killer, wenn du das machst. Du bist mein Killer-Jeans-Dealer. Ist das nicht ein schöner Junge? Du bist super. Du bist super. Gut gemacht, Junge. Gut gemacht. Wir könnten jetzt sogar, wenn wir jetzt noch einen Aktionspunkt hätten, hätten wir schon den nächsten Onkel Doc holen können. So, ich gehe nur bis hierhin. Komm, Risiko, bis dahin. Und bist dann inaktiv. Der hat seinen Job gut gemacht. 2 Kills. Ich kann mich da nicht beschweren. So, das will ich jetzt von dir aber auch. Wir gehen dahin. Und schalten. Kannst dich aufdecken. Egal in welcher Richtung er sich gleich entscheidet. Er wird auf jeden Fall einen Symbiont. Ja, Jeans-Dealer kennenlernen. Auf jeden Fall. Ihr bleibt nochmal inaktiv. Muss ich euch setzen? Nö, ne? Ihr bleibt auch da, wo ihr seid. Den Dreier, den packe ich erstmal dahin. Der bewegt sich aber nicht. Der bleibt dann inaktiv. Und du kommst mal hierher. Wir brauchen Verstärkung. So, und du kannst dich auch schon mal zeigen. Ja, komm zu deiner Schwarmmutter. Ja, auch du komm zu mir. So. Ach so, warte mal, das ist die falsche Ecke. Ich war gerade hier gedanklich. Ja, er kann ja noch laufen. Dann ist der andere da nicht alleine. Dann haben wir jetzt quasi hier 3 Stück. Wenn sich jemand in diese Richtung verirren sollte. Ich weiß, die sind besser im Nahkampf. Ne? Weil die haben diese Klauen definitiv. Das wird ein bisschen härter sein, sie zu töten. Und falls also die KI so doof sein sollte und sich hier schräg stellt. Warum auch immer, ich glaube nicht. Dann kommen die zutage. Es wird spannend, es wird spannend, es wird spannend. Zug 4. Ne, er geht weiter. Er geht aber dahin. Schade, und der Doc entfernt sich zu weit. Oh, er dreht sich um. Okay, die haben jetzt jede Richtung abgedeckt. Aber ich sehe noch keinen Grund, mich zu bewegen. Wozu? Das ist alles dufte. Haben wir irgendeine tolle Karte? Umwandlungseffekt. Erhalte einen zusätzlichen Zweierplip. Zu platzieren. Warte mal, wir sind gerade in einer Kackphase, ne? Oder? Umwandlungsphase. Ne, lass mal weg. Ich will die Aktionsphase, ich will die Karte spielen. Kriege ich dann 2er Plip oder was?
oder Umwandlungseffekt. Erhalte plus 1, 2 Clips zu platzieren. Ach, 2 Clips zu platzieren. Das darf ich wiederum nicht. Das natürlich schon. Uff. Was haben wir hier? Ich lege alle 3 Karten ab. Was haben wir hier? 2 Punkte für alle Genstile. Aktionspunkte. Na, die hier nicht immer aufheben. Warte mal. Ach nee, der guckt ja in meine Richtung. Ne? Der hier, der Frosch. Zu der 1, 2, 3, 4, 5. Wir wären direkt vor ihm. Aber er kann natürlich dann 4-mal schießen. Oder? Warte mal. Hat er gemacht. Das heißt, er könnte vorher schießen. Also ich sehe nicht ein, wozu ich mich bewegen muss. Wir haben noch genug Genstealer. Ich lasse ihn rankommen. Und da kommt er auch schon. Surprise! So. Mehr bewegt er nicht. Warum das denn nicht? Gut, wenn du nicht willst, ich will. Ich will. Wir wollen. So. Einmal bitte aufdecken. Ja. Also er wird bestimmt ein oder zwei töten. Aber nicht alle. Scheiße, kann ich den nochmal bewegen? Dann fangen wir mit ihm an. Hallo. Ich bin's, der nette Symbiont um die Ecke aus der Nachbarschaft. So. Ach ja, ich kann seine Ansicht nicht sehen. Ah, ich hasse das. Ich hätte auch gern so eine Symbionten-Ansicht. Nicht so eine Ansicht hier. Das ist zwar auch nett, aber so wie beim Terminator, weißt du? So bloß wie das so ein Symbiont halt sehen sollte. Keine Ahnung. So, Nahkampf. 17% Wahrscheinlichkeit. Kann ich dir irgendwas Tolles geben, mein Freund? Nee, das ist doof. Das ist auch blöd. Eine Karte kriegst du nicht. Versuchen wir es. 17% immer noch. Das ist nicht gut. Ach, aufgeschnitzt. Aufgeschlitzt. Ah, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich mach's wie in der Geschichte vorhin. Ich ziehe mich zurück. Weil er muss sich ja gleich entscheiden, in welche Richtung er geht. 17% Wahrscheinlichkeit ist einfach scheiße. Die machen gar nichts. Wenn er... Ich spiele mal kurz durch. 1, 2, 3 oder... Warte mal. Er geht einfach hier hin. So. Und da brauche ich 1, 2, 3, 4, 5. 5, um da hinzukommen. Dann machen wir doch mal... Ich gehe mit einem mal vor. Warte mal. Wir gehen mal vor. Hm? Oh, ist falsch gedrückt. Na komm, dann decken wir auf. Ich habe, glaube ich, irgendwas gerade Doofes gedrückt. Dann decken wir dich auch auf. Und dann stellen wir den nächsten halt dahinter. So. Wird irgendwie schon so klappen. Ziehen wir mal runter. Sei inaktiv. Ich ziehe ich auch noch mal runter. Und sei inaktiv. So, und dann packe ich dich auch mal aus. Ach, der kriegt 3 weitere dazu. Das ist ja richtig knorke. Das ist ja, nee, schade. Das war eine Auswahl. Ich dachte, wir haben zu früh gefreut. So, haben wir noch 10 Signale? Wir haben 3, 5, 6. Ja, ja, ja. 10 haben wir locker. 4 dürfen noch sterben. Und ja, 3 Runden haben wir noch. Mach was, du Wolf. Ihr Wölfe. Zeigt, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Das ist doof, der geht weiter. Oh, was ist das denn? Oh ja, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Nein, 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 nein. Ja, geht weiter. Ah, uncool. Wir können, warte mal, 2 plus auf alle... 2 Aktionspunkte, warte mal. Nee, da will ich gar nicht hin. Nur mal kurz denken. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 2 Aktionspunkte.
haben wir zweimal die Chance, den Onkel Doc zu töten. Ich möchte die Karte spielen. Warum habe ich... War das in dieser Runde oder was? Ah, ist die Umwandlungsphase. Nein! Oh, ich habe die... Oh, ich wollte die Aktionsphase. Ich war schon wieder so weit, weil ich diese scheiß Plips nicht wählen kann. Ach, Mann! Jetzt habe ich die Karte nicht mehr. Aber er kommt trotzdem an und kann einmal zuhauen. Es müsste ja wohl ein Volltreffer sein. Das ist, er hat dir den Rücken gezeigt. Richtig, Volltreffer. Er ist jetzt zwar tot, aber wir haben keinen mehr, der irgendwie schießen kann als Gegner. Jetzt haben wir nur die übelsten Nahkämpfer. Und er wird jetzt ihn töten, definitiv. Und ich hoffe, dass er jetzt einen Schritt nach vorne macht. Am besten hier in diese Richtung. Dass er sich in eine Richtung entscheiden muss, wo er hingehen möchte. Na? Und wenn nicht... Warte mal, wir machen Plan B. Wenn er nicht kommt, kommen wir. Ich könnte jetzt quasi auch... Wie viel haben wir jetzt mal? Warte mal. Wir haben 15... 13. Wir machen Folgendes. Er steht nur ein Feld weg. Ich stelle den 2 hin. So. Ich mache Folgendes. Also er wird sich entscheiden. Ihmchen oder Ihmchen. Ne? Wenn er sich nicht entscheidet, entscheide ich für ihn. Ich denke mal, er wird hier hingehen, ihn töten. Dann wird er einen Schritt zurückgehen und hier hingehen, um ihn zu töten. Dann kann ich von hier kommen. Also egal, was er macht, einer wird kommen. Einer wird kommen. Und dann ist noch einer weniger. Und dann müssen wir langsam aufpassen, dass wir nicht weitere Leute töten. Ich bin mal so mutig. Ich gehe jetzt hier ran. Mit ein. Hier kommt auch noch einer ran. 8. Die lasse ich nochmal Platz. Ach komm, einen gehen wir auch nochmal ran. Und so. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. So, du kannst dann auch schon mal in diese Richtung gehen. Das wird gleich... Gleich wird mehr Wolfsblut da liegen. So, ihr bleibt da, wo ihr seid. Ihr drei da oben auch. Ihr seid da, wo ihr seid. Und, ja. Gucken wir mal, was die Wölfe machen. Er geht. Das ist schon mal das Todesurteil für da unten. Das verstehe ich jetzt nun gar nicht. Okay, jetzt haben wir die zwei... Jetzt haben wir 8 Aktionspunkte. Jetzt läuft's. Okay. Ach, Umwandlungsphase. Pack dir doch die an die Haare, Mensch. Lege alle, ziehe 3 neue Karten. Ich glaube, das machen wir. Ach nee, jetzt nicht. Das ist Umwandlungsphase. Lern es doch mal, Heinrich. So, wir spielen mal die Karte. Ich will 3 neue Karten. Kriegen wir irgendeine tolle für den Nahkampf. Ach du mit deinem Tor. -1, das kann man gebrauchen. Und kann er sich nur mit einem Würfel verteidigen. Oh, die ist gut. Also der von hinten muss ja sitzen hier, ne? Also im Rücken, wenn der nicht trifft, dann verstehe ich auch nicht. Schön, schön in die Niere rein. Weiter. So, da wir die Karte haben, kann ich die noch spielen? Ja. Will die noch spielen? Nee, die andere. Ziel auf einen Terminator und minus... Nein, diesen Verteidigungswürfel. Und das kann nur er hier, ne? So. Dann dreh dich doch um. Ist doch mir Käse. Ist doch mir Käse. Drehst du dich halt um. Ist doch mir völlig Käse. Er hat seinen Job gut gemacht. Ah, das war der ganz Gute. Das war der ganz Gute, der gestorben ist. 3 Kills hat er gemacht. Jetzt ist er tot. Scheiße. Hätte ich vorher nochmal drüber nachgedacht, hätte ich ihn am Leben gelassen. Weil er so ein dufter Typ war. Aber egal. Wir haben noch andere Freiwillige. 28%. Jetzt dreht der sich. Das ist irgendwie ätzend, wenn der sich dann auf einmal dreht. 1, 2, 3, 4. Weißt du was? Ich spiele auf Sicherheit.
Schnell auf Sicherheit kommen. Stirb. Hey. Ich will hier gerade mal. 6, 8. Ach komm. Du darfst sterben. Er tut's auch noch. 14% Wahrscheinlichkeit ist einfach nur scheiße wenig. So. Kann ich noch eine Karte spielen? Ah, man kann nur eine spielen. Das ist doch schon wieder hier. Das muss doch schon wieder 100% geben. Jetzt dreht er sich wieder um. Alter, willst du mich doch verarschen? 14%. Alter, du bleibst jetzt hier stehen. Nö, ist Wumpe. So. Jetzt ist er quasi umzingelt. Gibt es dann Würfel mehr wie bei Blood Bowl? Ah, jetzt habe ich nicht darauf geachtet. Jetzt dreht der sich wieder um. Oh. 14%. Ey, das gibt's doch nicht. Wie kann ich denn von, wenn ich von hinten angreife, nur 20% haben? Willst du mich verarschen? 3, 6. Scheiße, jetzt hau ich hier schon auf die Tastatur. Ich versuch's nochmal. Jetzt verlieren wir hier alle, oder was? Wieder 14%. Ah. Macht, dann stirb halt. Der stirbt noch easy peasiger. Ach, geh deine Mutter, ey. 6. Jetzt haben wir genau 10. Ach, scheiße. Sekundärmission kriegen wir nicht. Warum kriege ich diesen einzelnen Typen? Warum kriege ich diesen einzelnen Typen nicht getötet? Dann dreh dich um und töte ihn. Hoffentlich kriege ich jetzt eine anständige Karte. Mann. So, steckt deine Plips sonst drin. Jetzt werde ich langsam sauer. Was haben wir denn hier? Ach, ich habe keine Plips mehr. Weg. So. Ziel auf den Terminator beim nächsten Nahkampf minus 1. Ja toll, bringt ja nichts. Machen wir trotzdem. Haben wir nur noch einen Terminator. Ich will den Tod sehen, ey. Da liegen sie schon 3 Stück. So, ich bin mal gespannt. Was für eine Wahrscheinlichkeit haben wir jetzt? Bin ich auf. Okay. Hallo, Wahrscheinlichkeit. Boah, 47%. Jetzt aber. Nein, natürlich nicht. Wahrscheinlichkeit haben wir jetzt. 6. Ist ja ein Witz. Lauf. So, jetzt haben wir den Rücken wieder quasi. 28%. Das ist sein Tod. Ich mach's einfach mal. Und wieder überlebt. Lauf. Ich hoffe, das war nicht zu weit. So. Er wird auch nicht. Hm. Komm du mal näher. Du kannst jetzt erstmal da. Zack. Ich werde jetzt nur versuchen, ihn irgendwie in den Rücken anzugreifen. Alles andere kann er mich machen. So. Zug 9, aber nichts mit 8 Zügen. Nein, der kommt ran. Da stand doch vorhin nur 8 Züge. Ach, töte alle gegnerische ein. Ah. Ich hätte so ein 2er- oder 3er-Plip da lassen sollen, glaube ich. Mir so ein Bullrock oder irgendwas anderes zu holen. Schade. Gerade den hat er weggeschnappt. Lass ihn noch mal hier warten. Er soll hierher kommen. Dann geh du mal darüber.
rum, die wir auf der anderen Seite des Gangs haben. Wir müssen ihn so positionieren, dass wir immer seinen Rücken angreifen. Und dann irgendwie hoffen, dass wir durchkommen. Und ich will ihn nochmal hier haben. Schick jetzt alle mal in die Richtung. Da oben brauche ich keinen, ich brauche unten welche. Dann haben wir Zeit. Also ich glaube, der geht erstmal. Ich würde am liebsten den hier auch nochmal bewegen. Aber wenn ich ihn jetzt hier bewege, wird er wahrscheinlich genau da hinlaufen. Weil sonst kriege ich ihn nicht von hinten. Na, ich mach's einfach. Den letzten kriegen wir nicht, ne? Ah. Haben wir irgendwelche tollen Karten? Können wir die. Mit einer Scheißtür. Flip haben wir nicht. Ah, ich hätte mal eine Karte umwandeln sollen, um einfach die loszuwerden. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich gehe einfach mal ein Feld oder zwei. Ich nicht. So, du kannst dich da einstellen. Ist eine gute Idee. Dann haben wir quasi immer mehr auf einer Seite und ihr rennt hier einfach straight weiter. Hat mir gerade so ein bisschen die Laune verdorben. Dass wir den einen da nicht kriegen. Mission erfolgreich. Ach, leck mich doch. Haben wir überhaupt... Ne, wir haben nicht 10, oder? Ne, schade. Ist egal. Mission erfolgreich. Toll. Also ich finde die ganz schön hart, diese Nahkampf-Terminatoren. Ich meine, gerade wenn er uns den Rücken zudreht, quasi. Das ist ja bei dem scheißegal. Stellenweise mit Karte hat man eine Wahrscheinlichkeit von etwas um die 40% oder etwas über 40%. Ist aber auch nicht ganz 50-50. Also den zu knacken ist echt nicht leicht. Da brauchen wir irgendwie einen besseren Jean-Stealer. Die haben den Brutlord freigeschaltet. Ich bin mal echt interessant, was der kann. Despite the brutality of their new enemy, some of the brood survived. One of the most common mistakes when battling the Jean-Stealers is to imagine that their goal is victory. It is not. Their goal is survival and the destabilization their genetic material brings. Victory through combat is a means, never an end in itself. Thus, even if a single gene stealer endures, it has won. This is why the Inquisition conducts exterminatus, the sterilization of entire worlds to ensure complete eradication. And so this is why the Space Wolves failed. They allowed their victory to cloud their vision. Until it was too late. Exterminators, das ist, die schießen keine Atombomben. Die schießen irgendwelche, ich weiß nicht, was für Raketen das waren. Irgendwelche Raketen auf den jeweiligen Planeten und, ja, zerstören ihn. Komplett, also die machen ihn zur Wüste. Oder, keine Ahnung, dass alles, was da lebt, quasi ausgerottet wird. Ja. Mal gucken, das auf den, und das rufen sie dann auf den Space Hulk auf, oder was? Ich weiß es nicht. Oder auf den Planeten, ach, egal. Werden wir dann mitkriegen, wenn es soweit ist. Ja. Achso, wir hatten nur die beiden zur Auswahl. Das geht natürlich nicht. Und... Der Brutlord ist erwacht. Hieß der früher auch Brutlord? Ich habe den doch anders genannt. Warte mal. Ganz kurz. Das will ich nur ganz kurz. Hieß der nicht Symbiarch oder... Habe ich mir das falsch gemerkt? Ganz kurz. Ich will nur ganz kurz nachgucken. Waren das nicht Elite-Einheiten? Ach, Mann. Wenn man es mal sucht, ne? Priovorn. Was es nicht alles gab.
Liktoren, ah, die waren toll, die Liktoren. Oh, die Zoanthropen habe ich gemocht. Absorberschwärme, Humaganten, Symbionten, Symbionten, Symbionten. Symbiarch, ja, im Kodex steht hier Symbiarch. Vielleicht hieß der im Englischen Bootlord. Ich denke mal, es wird derselbe sein. Diese Namensänderung im Deutschen ist aber auch scheiße, oder? Weil Genstealer heißt ja, oder Genstealer heißt ja Genräuber. Warum kann der nicht im Deutschen einfach Genräuber heißen? Naja, ist egal. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten. Die Folge ging doch ein bisschen länger als geplant. Am Anfang auch mit diesem Kaffeegate. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mich gerne abonnieren und ihr könnt gerne Kommentare hinterlassen. Super gerne. Notiert mir einfach euer Wissen oder vielleicht könnt ihr mich ja irgendwie ergänzen. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gesagt oder ups, das war mein Mikro. Ja, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.